Hallo liebe Moviepiloten, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe schon bei Instagram angekündigt und wenn ihr auf das Thumbnail geklickt habt, wisst ihr ganz genau, warum ihr hier seid. Es gibt ein weiteres Ranking-Video, diesmal zu Christopher Nolans Filmografie. Denn Tenet läuft zurzeit im Kino. Der Film ist definitiv ein Spektakel und wird heftig diskutiert. Doch welcher Christopher Nolan-Film ist der beste? Welcher eventuell der schlechteste? Ich weiß, das Format heißt von Müll bis Meisterwerk. Doch diesmal muss ich es einfach sagen, ich persönlich bin ein großer Fan von Christopher Nolan. Ja, seine Filme haben auch hier und da Probleme. Doch als Müll würde ich wirklich keinen einzigen seiner Filme bezeichnen. Ähnlich wie bei Quentin Tarantino ist es mir diesmal extrem schwer gefallen, diese Filme zu ranken. Das heißt, ich habe das Gefühl, nächste Woche könnte ich sie nochmal ranken und die Liste würde anders aussehen. Das mache ich natürlich nicht. Ich habe mich jetzt entschieden, es hat sehr lange gedauert, das so zu ranken, wie ich es gerankt habe. Und ich bin auch irgendwie damit zufrieden, irgendwie auch nicht. Es ist, wie es ist. Following, der allererste Film von Christopher Nolan, ich habe ihn nicht auf die Liste geschrieben. Hat auch einen ganz einfachen Grund, weil er meiner Meinung nach keine faire Chance hat, gegen die anderen Filme anzutreten. Er hatte ein Budget von $6.000. Und deswegen kann man ihn nicht mit all diesen anderen Blockbuster-Filmen vergleichen. Generell finde ich den Film aber ganz gut. Die Idee dahinter, die Story dahinter, finde ich wirklich super. Nur die Umsetzung, an der hat es echt hart gehapert. Zwei weitere Disclaimer. Ja, hier wird es zu Spoilern kommen. Und der letzte und wichtigste, das ist natürlich alles nur meine Meinung. Der kann man widersprechen. Falls euer Lieblings-Nolan-Film viel zu weit unten auf der Liste steht für euch, ist das gar kein Problem. Schreibt mir in die Liste, wie ihr sie alle ranken würdet. Und wir können alle, wirklich alle Freunde sein. So, ich glaube, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los. I'm not who you think I am. No. Wall of Fage, lousy rider, lonely freak. Wir fangen an mit Platz 10 und das ist der erste Mainstream-Film von Christopher Nolan gewesen, Insomnia. Ich hatte ihn extrem lange nicht mehr gesehen. Ich hatte ihn schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, das war in einem Flugzeug und ich bin da auch irgendwie nach der Hälfte eingepennt, passend zum Film. Nicht, weil der Film schlecht war, sondern weil ich einfach zu müde war. Jetzt habe ich ihn nochmal geschaut mit frischen Augen und ich muss sagen, das ist ein echt guter Kriminalthriller und auch ein guter psychologischer Thriller. Al Pacino ist fantastisch. Eine Powerhouse-Performance gibt er ab. Und diese Performance ist wesentlich subtiler als seine Rollen wie zum Beispiel Michael Corleone und Scarface. Nichts gegen Scarface, nichts gegen der Pate, Fan for life. Doch es ist auch cool, eine andere Seite von Pacino zu sehen und diesen abgefuckten Cop, diesen abgefuckten Detective zu sehen, der selber eine schmutzige Seite hat, der selber zum Killer wird, fand ich einfach nur faszinierend. Auch wie seine Schlaflosigkeit Hand in Hand mit dem Szenario. Ich meine, wir befinden uns in Alaska und es wird nie dunkel. Und mit seinem Schuldbewusstsein einhergeht, fand ich klasse, faszinierend, cleverer Schachzug. Robin Williams in einer sehr ungewohnt gruseligen, ekelhaften Mörderrolle fand ich fantastisch. Doch auch hier ist es keine eindimensionale Rolle. Wir lernen den Typen wirklich kennen. Wir sind definitiv nicht auf seiner Seite. Aber dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen zwei sehr kaputten Charakteren fand ich faszinierend. Die Bilder haben mir auch sehr gut gefallen. Die Kameraarbeit war fantastisch. Doch ich muss gleichzeitig sagen, dieses Drehbuch stammt nicht von Christopher Nolan oder Jonathan Nolan. Christopher Nolan hat hier lediglich Regie geführt. Ähnlich wie bei Jackie Brown. Jackie Brown war der Tarantino-Film, den ich ganz unten auf die Liste gehauen habe, weil ich der Meinung bin, Tarantino ist ein Autorenfilmer und seine persönlich geschriebenen Filme sind die besten. Ähnlich sehe ich es bei Christopher Nolan. Nichtsdestotrotz ein sehr gelungener Krimi, ein sehr gelungener Thriller, zwei fantastische Performances und falls ihr Insomnia noch nicht gesehen habt, zieht ihn euch rein. All I have for you is a word. Tenet. Wir kommen zu Platz 9. Eventuell wird es jetzt schon kontrovers. Tenet. Ja, sein aktuellster Film, der läuft gerade noch im Kino und ich finde ihn gut. Ihr habt meine Review hoffentlich gesehen. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Er ist ein Spektakel. Er ist ein Agentenspektakel und er hat ein extrem geniales, cleveres und unterhaltsames Konzept. Und zwar das Konzept der Inversion. Wir haben das mit den Kugeln gesehen, wir haben das aber auch mit einem Flugzeug, mit Autos und so weiter und so fort gesehen und auch mit einer verrückten Schlacht am Ende des Films. Handwerklich ist dieser Film meiner Meinung nach wieder top. Praktische Effekte, unfassbare Choreografien, unfassbare Stunts und so weiter und so fort. Genau deswegen sollte man ins Kino gehen. Diese Bilder und diese Effekte sollte man auf einer großen Kinoleinwand genießen, denn das ist noch
klassisches Kino. Auch die Tatsache, dass sich Christopher Nolan endlich seinen persönlichen Traum erfüllt hat und einen Agentenfilm à la James Bond gemacht hat, fand ich natürlich sehr cool. Doch die Probleme kann ich nicht leugnen. Die Figuren sind leider diesmal extrem blass. Alle durch die Bank weg durch. Und das hat nichts mit den schauspielerischen Leistungen zu tun. Denn der komplette Cast gibt alles. Robert Pattinson ist super. John David Washington hat mir sehr gut gefallen. Richtig smooth, der Kerl. Und Elizabeth Debicki war wahrscheinlich das Herzstück des Films. Doch alle Charaktere sind diesmal für mich zu eintönig. Kenneth Branagh ist zwar super als Schurke, doch seine wirkliche Motivation finden wir nie heraus. Ich meine, wir finden nicht mal heraus, wie John David Washingtons Charakter mit Vornamen oder Nachnamen heißt. Er heißt der Protagonist. Alles in allem trotzdem ein unfassbar spaßiges Actionspektakel, das den Zuschauer schon irgendwie fordert. Und das in einem Zeitalter, in dem das die wenigsten Blockbuster-Filme tun. Dafür allein hat der Film meinen Respekt verdient. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, and if they can't stop you, then you become something else entirely. Which is? Legend, Mr. Wayne. Es geht kontroverser weiter. Vielleicht ist jeder einzelne Platz hier kontrovers. Denn auf Platz 8 haben wir Batman Begins. Christopher Nolan hat den dunklen Ritter auf die Leinwand gebracht. Und das, nachdem Joel Schumacher ihn ziemlich kaputt gemacht hat. Das war ein düsterer Batman. Das war Batman als Ninja. Und das war der erste Batman-Film, in dem mir Bruce Wayne genauso wichtig war wie Batman. Es hat gar keine Rolle gespielt, ob er jetzt den Anzug anhat oder nicht. Michael Caine war fantastisch als Alfred. Das gleiche muss man über Morgan Freeman als Lucius Fox und natürlich auch Liam Neeson als Ra's al Ghul sagen, der ein fantastischer Bösewicht ist. Ich meine, er ist so ein richtiger Extremist mit Followern und man versteht wirklich, warum er tickt, wie er tickt. Er bestraft diese korrupte Stadt und wir verstehen das alles. Auch die Tragödie rund um Bruce Wayne, die Eltern in so einem frühen Alter zu verlieren, zu sehen, wie sie ermordet werden, das war wirklich eine krasse Tragödie. Wo sind also meine Probleme? Nun ja, ich habe es ja bereits in meinem Ranking-Video aller Batman-Filme erwähnt. Die erste Hälfte ist der Wahnsinn. Zu sehen, wie Bruce Wayne allmählich trainiert mit der League of Shadows. Zu sehen, wie er sich allmählich entwickelt zu einem Helden, zu einem Symbol für Gerechtigkeit. All das ist klasse. Doch die zweite Hälfte kann nach wie vor meiner Meinung nach nicht mithalten. Wenn er zurück nach Gotham reist, ist der Plot recht standardmäßig. Und wenn Liam Neeson dieses Gift auf die City loslässt und alle da ihren Zombie-Trip schieben, hat das für mich nichts mehr mit dem Realismus der ersten Hälfte zu tun. Ich habe Jonathan Crane aber in meinem Batman-Ranking nicht erwähnt und ich fand ihn auch hier ziemlich cool, aber man hätte so viel mehr aus ihm machen können, denn Cillian Murphy hat sichtlich Spaß mit der Rolle. Alles in allem ein ganz toller Batman-Film, ein gelungenes Remake oder Reboot, nennt es wie ihr immer es wollt. Denn Batman wurde zurückgebracht mit Batman Begins. Es ist ein ganz toller Film. Es ist für mich eventuell zusammen mit dem ersten Spider-Man von Raimi die beste Origin-Story, die es je auf der Leinwand gab, wenn es um Superhelden geht. Doch es gibt deutlich bessere Christopher Nolan-Filme. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. What it means is that whatever can happen will happen, and that sounded just fine with us. Auf Platz 7 haben wir Interstellar oder auch Interstellar, Nolans Versuch an 2001 A Space Odyssey anzuknüpfen. Ist ihm das gelungen? Nein. Hat er einen fantastischen Science-Fiction-Film abgeliefert? Ja. Und erstmal muss ich darüber sprechen, dass dieser Film fantastisch aussieht. Alle Aufnahmen, der Mix aus CGI und praktischen Effekten in diesem Film ist so großartig. Häufig bin ich mir nicht mal sicher, ist das jetzt ein Set? Oder kommt das aus dem Computer? Weil, ich meine, Christopher Nolan ist ein Typ, der zu seinem Handwerk steht und das meiste baut er, das meiste lässt er bauen. Wenn er dir einen verrückten Planeten zeigt, dann ist er auch irgendwie gebaut worden. Auch die Performances haben mich echt überzeugt, allen voran Matthew McConaughey. Ich meine, die Szene, in der er weint, ist zwar schon irgendwie zu einem Meme geworden, nichtsdestotrotz trifft es mich jedes Mal. Der Soundtrack von Hans Zimmer, das ist eventuell der beste Soundtrack je für einen Christopher Nolan-Film. Und auch die Idee ist wie immer brillant. Trotzdem habe ich mit dem Film so meine Probleme. Denn hier haben wir das klassische Nolan-Expositionsdumping. Wir haben Wissenschaftler, die sich gegenseitig ihre eigene Expertise erklären. Und das funktioniert für mich nicht. Die erklären sich gegenseitig schwarze Löcher. Doch wir wissen ganz genau, eigentlich müssen die es nicht einander erklären. Die erklären es gerade uns. Und deswegen hat das Drehbuch so seine Schwierigkeiten.
Abgesehen davon fand ich den Film zum Schluss doch ein wenig kitschig. Denn in der Story geht es um eiskalte Wissenschaft. Und zum Schluss finden wir heraus, nein, es ist Liebe, die uns alle retten wird. Liebe ist die Konstante, die Raum und Zeit überwinden wird. Und ich, okay, cool. Abgesehen davon, hasst Cooper seinen Sohn? Ich meine, den ganzen Film überschreit er Murph. Sein Sohn ist ihm so egal. Ich habe mich immer gefragt, was hat der Arme dir getan? Der wird irgendwann zu einem Batman-Schurken. Wartet nur ab. Doch alles in allem ein äußerst sehenswerter Film mit beeindruckenden Bildern, einer beeindruckenden Performance von Matthew McConaughey und Jessica Chastain. Und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ich gehe davon aus, dass ihr ihn gesehen habt, gebt ihn euch nochmal, denn selbst beim zweiten und dritten Mal gucken finde ich immer noch kleine neue Sachen, die mir echt gut gefallen. When it is done and Gotham is ashes, then you have my permission to die. Wir kommen zu Platz 6, wieder ein kontroverser Film. The Dark Knight Rises. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die diesen Film überhaupt nicht leiden können. Ich liebe ihn. Ich sag's ganz ehrlich, ich liebe ihn. Aber man muss dem Film auch einige Fehler eingestehen. Ich meine, das ist der Batman-Film mit den meisten Plotholes, mit den meisten Plot-Conveniences. Ich meine, wirklich. Es gibt anscheinend so ein Device, das einfach deine Akte komplett ausradieren kann. Und das Ding heißt auch noch The Clean Slate. Wirklich. Das erinnert mich an den Sith Wayfinder aus Rise of Skywalker. Wie ist Batman zurück nach Gotham City gekommen, nachdem er in dieses seltsame Verlies geworfen wurde? Keine Ahnung. Warum heilt so ein komisches Ding von Lucius Fox direkt sein Bein? Keine Ahnung. Wie ihr seht, der Film hat Probleme. Auch Banes Plan. Er nimmt die ganze Stadt von Gotham City gefangen und übrigens alle Polizisten waren an einem Ort. Er nimmt die alle gefangen und sagt, nein, ich will eine Revolution, aber am Ende will ich euch eh in die Luft sprengen. Warum quält er sie monatelang und sprengt sie nicht gleich in die Luft? Der Film hat seine Probleme, aber die Stärken sind meiner Meinung nach so gut und die Stärken werden so häufig übersehen. Erstens, der Film ist ein Epos. Es ist der Batman-Film dieser Trilogie, der tatsächlich ein Epos ist. Wir haben kriegsähnliche Zustände und was Christopher Nolan da auf die Beine gestellt hat mit diesen Straßenschlachten, ist unfassbar. Jedes Mal, wenn Bane eine neue Terrorattacke loslässt, ist es gruselig und es ist spannend ohne Ende. Bane ist auch einer meiner Lieblings-Batman-Schurken in diesem Film und ich verstehe ihn trotz der Stimme. It doesn't matter who we are. What matters is our plan. Ich fand Tom Hardy sowas von grandios in dieser Rolle und wirklich bedrohlich. Das ist die erste physische Bedrohung für Batman. Bruce Wayne war nie menschlicher, ihn so am Ende zu sehen, nach all dem, was der Joker ihm angetan hat. Er ist immer noch am Boden zerstört. Und dieser Film verdeutlicht am besten, dass Batman ein Symbol ist. Jeder kann Batman sein. Bruce Wayne muss selbst wieder lernen, was es überhaupt bedeutet, Batman zu sein. Und er sucht sich seinen eigenen Nachfolger aus. Anne Hathaway war eine klasse neue Interpretation als Catwoman. Sie hat für mich wirklich alle kleinen Nuancen gehabt, die dieser Charakter nun mal haben muss. Alfred war nie emotionaler und ich fand Michael Caine fantastisch in dem Film. Und alles in allem ist es für mich ein sehr würdiger Abschluss für die Reihe, selbst wenn es nicht der beste Teil der Reihe war. Deswegen Dark Knight Rises verdienter 6. Platz. Well, that's the thing. I have this condition. A condition? It's my memory. Amnesia. No. It's different from that. I have no short-term memory. Wir kommen zu Platz 5. Manchmal nenne ich diesen Film sogar meinen Lieblings-Christopher Nolan-Film. Memento. Es war der erste Film von Nolan, den ich je gesehen habe und er hat mich komplett umgehauen. Und ich finde, dieser Film macht das, was Tenet macht, viel besser, ehrlich gesagt. Denn wir haben zwei Plotlines. Eine läuft vorwärts und eine läuft rückwärts. Die Schwarz-Weiß-Timeline läuft vorwärts und die farbige läuft rückwärts. Und als wäre das nicht verwirrend genug, haben wir eine Hauptfigur, Leonard, die das Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir eine neue Szene in Farbe mit ihm haben, fragt er sich, hey, wie bin ich hierher gekommen? Was geht gerade in mir vor? Und genau das fragen sich die Zuschauer. Denn erst die Szene danach erklärt uns jedes Mal, aha, okay, so ist es dazu gekommen. Was ich an diesem Film liebe, ist tatsächlich das Finale. Spoiler-Alarm für Memento, aber wir finden heraus, dass er in einem sehr düsteren Moment tatsächlich zum Hauptschurken des Films wurde. Denn er hat sich bewusst auf die falsche Fährte gelockt, damit er Teddy umbringen wird. Der ganze Film geht darum, dass er Teddy letztendlich umbringen wird. Ich meine, wir sehen in der Eröffnungsszene, wie er ihn erschießt. Doch erst, wenn wir den ganzen Film gesehen haben, verstehen wir,
dass er das ganz bewusst kalkuliert geplant hat. Und das, obwohl er alle 2 Sekunden das Kurzzeitgedächtnis verliert. Das ist meine Lieblingsperformance von Guy Pearce. Und auch Carrie Ann Moss war herrlich bösartig. Alles in allem ein kleinerer Film als seine gigantischen Blockbuster, doch für mich einer seiner besten. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. Das bringt mich zu Platz 4 und das war eventuell das umwerfendste Kinoerlebnis, das ich je hatte. Dunkirk. Ich wusste, wenn Christopher Nolan einen Kriegsfilm umsetzen würde, dass wir hier was Besonderes haben würden. Und das haben wir. Und das Interessante ist, alles, was mir an diesem Film gefällt, sind normalerweise die Sachen, die mir nie gefallen. Wir haben keine interessanten Charaktere. Wir haben nicht mal einen wirklich interessanten Plot. Also dieser Film widerspricht allen Regeln des normalen Films. Und genau deswegen ist er so besonders, meiner Meinung nach. Denn in diesem Film geht es nicht um eine spezifische Handlung. In diesem Film geht es nicht um einen spezifischen Charakter. Es geht nicht um Soldaten, die in einer Szene am Feuer sitzen und sagen, wenn ich zu Hause bin, das Erste, was ich mache, ist, meiner Frau einen Antrag zu machen und so weiter und so fort. Nein, in diesem Film geht es tatsächlich um Angst und um Terror. Wir sehen die Deutschen so gut wie nie. Aus dem Nichts fliegen Kugeln und wir haben Angst. Und wir sehen, wie all unsere Figuren einfach nur wegrennen und überleben wollen. Und was Christopher Nolan dort praktisch auf die Beine gestellt hat, ist für mich bis heute das Beeindruckendste, was er je gemacht hat. Diese Schiffe, die Dogfights in der Luft. Alles, was er hier an Schaubildern präsentiert, ist einfach nur unfassbar. Ich habe diesen Film im IMAX gesehen. Ich habe ihn gleich 2-mal gesehen. Das Sounddesign und diese gigantischen Bilder gehören auf eine Leinwand. Und genau das ist auch der eine Punkt, wo ich eventuell Kritik üben muss, obwohl ich nicht weiß, ob sie berechtigt ist. Ich habe mich seitdem nicht getraut, den Film zu Hause zu gucken, weil ich weiß einfach nicht, ob er genauso gut wirkt. Im Kino war das ein unfassbares Erlebnis. Ich war wirklich fertig mit den Nerven. Nach 2-mal gucken, beide Male hat er gleich auf mich gewirkt und beide Male bin ich echt fertig und verschwitzt aus dem Kino gekommen. Und das ist das größte Kompliment, das ich diesem Film geben kann. Er wollte uns den Terror und die Angst des Kriegs näher bringen und diesen Überlebenskampf näher bringen. Und genau das ist ihm meiner Meinung nach hier brillant gelungen. Und das ohne Klischees, das ohne all diese typischen Klischees, die wir sonst kennen aus Hollywood-Kriegsfilmen. Dunkirk wird für mich immer ein sehr spezieller Film bleiben. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? Wir kommen zu Platz 3 und ich weiß, dass das für sehr viele Leute die Nummer 1 ist. The Dark Knight und auch komplett berechtigt. Es ist mein Lieblings-Batman-Film, es ist eine meiner absoluten Lieblings-Comic-Verfilmungen. Es ist eventuell auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Denn was Christopher Nolan hier mit der Fortsetzung gemacht hat, war einfach nur fantastisch. Wir haben einen echten Crime-Thriller. Denn in erster Linie geht es darum, dass Batman, Gordon und Harvey Dent die Mafia endlich platt machen wollen. Doch dann kommt der Joker. Und es war so clever, den Joker sich aufzusparen für Teil 2, denn in Batman Begins musste man Bruce Wayne, musste man Batman etablieren. Jetzt haben wir den Schurken schlechthin. Und ich glaube, alles wurde schon über Heath Ledger gesagt, was man sagen kann. Er ist die personifizierte Anarchie. Er ist das personifizierte Chaos. Und wenn diese beiden aufeinander treffen, ist es eine der besten Konfrontationen der Filmgeschichte. Es erinnert wirklich an Heat. Und übrigens, der Film hat sehr viele Anlehnungen an Michael Manns Heat. Ich meine, die Eröffnungsszene, der Banküberfall, unglaublich. Ich kenne kaum einen Film, der das Comic-Genre derartig beeinflusst hat. Denn jedes Mal, wenn wir jetzt einen realistischeren Comic-Film haben, jedes Mal, wenn wir einen Film haben, der sagt, ich bin etwas düsterer, fragen wir uns, aber ist es so gut wie The Dark Knight? Denn The Dark Knight hat nun mal Maßstäbe gesetzt. Alle schauspielerischen Leistungen waren super. Christian Bale, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Michael Caine und so weiter und so fort. Sie waren wirklich alle klasse. Und der Joker war ein Wirbelsturm, der uns alle einfach nur fertig gemacht hat. Genau so präsentiert man einen Schurken. Und ich bleibe ja dabei, was ich in meinem Batman-Ranking schon gesagt habe. Das Interessanteste an der Beziehung, an der Dynamik zwischen Batman und Joker, ist die Tatsache, dass der Joker gewinnt, wenn er Batman dazu bringt, seine eine Regel zu brechen. Wenn er ihn dazu bringt, ihn zu ermorden. Weshalb deren Beziehung perfekt zusammengefasst wird, als der Joker sagt, so this is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. Genau das haben wir. Batman lässt sich nicht korrumpieren, aber der Joker wird niemals aufhören, es zu probieren. Ein wirklich mythologischer Kampf zwischen diesen beiden Leuten. Sie kämpfen um die Seele von Gotham City. Für mich der perfekte Batman-Film. Every magic trick consists of three parts, or acts.
Wir kommen zu Platz 2 und das war ein Film, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Gestern Abend habe ich ihn mir nochmal angeguckt und mich daran erinnert, wie sehr ich ihn doch liebe. The Prestige. The Prestige ist für mich der unterschätzteste Christopher Nolan Film. Er wird viel zu wenig, viel zu selten erwähnt, wenn man über Christopher Nolan spricht, denn er ist einfach nur fantastisch. Das ist auch der erste und einzige richtige Kostümfilm, den Nolan je gemacht hat, denn die Kostüme sind einfach nur beeindruckend. Der Film spielt gegen Ende des 19. Jahrhunderts und alles dreht sich eigentlich um eine Rivalität zwischen Christian Bales Charakter und Hugh Jackmans Charakter. Zwei Magier, zwei Schausteller. Und der Film verläuft tatsächlich wie ein Zaubertrick. Die Erzählstruktur ist wie immer genial. Wir lernen so viel über die beiden Protagonisten nur durch deren Tagebücher. Und auch diese werden sehr clever in die Handlung eingeführt. Hugh Jackman in einem Christopher Nolan Film, grandios. Er gibt wirklich alles. Michael Caine, ich meine, er spielt in fast jedem Nolan-Film mit. Er war natürlich auch super. Und Christian Bale war erneut klasse. Bei diesem Film möchte ich sicherheitshalber nichts spoilern, denn ich kenne genügend Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Doch der Twist, das Ende des Films, finde ich so brillant, so passend für diese Geschichte. Und er zeigt uns auch, wie viele Opfer man eigentlich bringen muss, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Und wie sehr so eine Rivalität auch zu einem unfassbaren Hass werden kann. Denn unsere beiden Hauptfiguren schenken sich wirklich gar nichts und jeder leidet in diesem Film. Für mich der Film, der am häufigsten übersehen wird, nichtsdestotrotz ein würdiger zweiter Platz, denn meine Güte, The Prestige hat es wirklich in sich. An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. Und wir kommen zu Platz 1, es ist Inception. Ist das kontrovers? Ich glaube, jeder einzelne Film auf meiner Liste war kontrovers. Ich fange normalerweise immer mit all den Dingen an, die ich mag. Diesmal spreche ich über die Dinge, die mir nicht so gut gefallen an Inception. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, die gibt es. Der Film betreibt Exposition-Dumping ohne Ende. Ständig erklären sich die Charaktere gegenseitig den Film. Das ist sehr häufig das Problem von Nolan-Filmen. Das ist sehr häufig das Problem, was bemängelt wird. Inception ist überraschenderweise der einzige Film, wo es mich nicht wirklich stört. Warum? Nun ja, es liegt in der Natur des Films. Es ist ein Heist-Movie. In einem Heist-Movie läuft das nun mal so ab. Schaut euch Ocean's 11 an. Alle Räuber wissen ganz genau, was sie vorhaben. Und trotzdem präsentieren sie sich gegenseitig nochmal den Plan. Abgesehen davon haben wir Ariadne. Sie ist ein Rookie und sie muss tatsächlich noch das alles lernen. Und da ich ja jemand bin, der an die Show-Don't-Tell-Rule glaubt, das heißt, zeig mir lieber etwas, anstatt es mir zu erzählen, muss ich auch sagen, Inception erzählt zwar echt viel, aber er zeigt es auch gleichzeitig. Denn die Bilder und diese Traumwelten sind unfassbar und unfassbar clever designt. Und gerade weil wir sie auch sehen dürfen, stört es mich nicht zu krass, dass darüber geplappert wird. Und Leonardo DiCaprios Charakter ist faszinierend. Ich meine, er ist wie die meisten Christopher Nolan Protagonisten psychisch angeknackst und am Ende. Und wir sind absolut auf seiner Seite. Wir verstehen, warum er tickt, wie er tickt. Was ich an diesem Film auch liebe, neben dem Ensemble-Cast, weil wirklich alle kleinen Figuren scheinen hier wirklich. Nein, was ich wirklich liebe, ist der Mix der Genres. Denn ich erwähnte ja bereits, es ist ein Heist-Movie, aber es ist auch irgendwie ein Agenten-Thriller, es ist ein Science-Fiction-Film und es ist ein Charakterdrama. Und wir haben diese perfekte Mischung, die einen derartig tollen Film hervorgebracht hat, dass ich ihn immer wieder gerne gucke. Die handgemachte Action darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Guckt euch die Behind-the-Scenes an. Wenn Joseph Gordon-Levitt in diesem Korridor kämpft, sind das keine Computereffekte. Die hatten wirklich einen Raum, der sich im Kreis dreht. So viel Liebe steckt in diesem Film. Ich habe ihn mehrfach gesehen, ich werde ihn noch mehrfach gucken und heute sage ich, dass es mein Lieblingsfilm von Christopher Nolan ist. Das kann sich natürlich ändern, weil ich diese Liste wirklich hin und her jongliert habe. Aber ich habe mich letztendlich für Inception entschieden, da er für mich auch sehr originell ist. Und damit beende ich mein Ranking zu Christopher Nolans Filmografie. Doch jetzt seid ihr gefragt, wie würdet ihr all diese Filme ranken? Fällt euch das auch so schwer wie mir? Ab in die Kommentare mit euch. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.